mal. Hi! Neues Let's Play, neuen Test. Das ist so ein bisschen aus dem Stream entstanden, diese ganze Geschichte hier. Factorio ist noch ein bisschen in der Ausprobierphase. Dementsprechend weiß ich nicht, wie lange, wie gut, was auch immer, was daraus wird. Das werden wir jetzt feststellen. Und ob sich das Spiel überhaupt eignet, ein Let's Play zu werden. Factorio ist, glaube ich, ganz gut hier zusammengefasst, was hier steht. Dies ist das freie Spiel von Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu starten. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch die Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Okay, dann passe ich mal auf. So, also es gibt hier mehrere Ressourcen. Das ist einmal hier Kupfer, Eisenerz, Holz. Oh Gott, hier ist riesen mir in hier richtig viel Wald. Oh Gott. Hänge ich hier fest? Kann man hier überhaupt durch den Wald laufen? Okay, vielleicht. Boah, ich kann es ja ewig drin verlaufen. Und ich komme nicht überall durch. Oben auf der Karte scheint auch nochmal irgendwas zu sein. Hier ist Wasser, was ist denn das Schwarze? Das ist wahrscheinlich Kohle, ne? Ja, dann haben wir hier Kohle. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall. Da braucht man immer Kohle, braucht man immer. Okay, hier kann man Sachen bauen. Oh, ich habe schon, kann schon eine Spitzhacke bauen. Eisenstange, Eisenplatten. Okay, ich habe also irgendwie schon am Anfang schon ein paar Sachen. Uran? Okay. Wälder. Hier ist auch nochmal Eisen. Hallo? Was ist denn da drunter? Rohholz? Boah, hier kann ich richtig, muss ich richtig viel Bäume fällen, an das Zeug zu kommen, oder? Das ist so hart. Sollte ich mir vielleicht eine andere Region suchen? Und Eisenerz ist hier. Also hier habe ich eigentlich schon ganz viel Zeug. Aber ist die Frage, ob ich... Ich habe nur mal so bei dem einen oder anderen reingeguckt, der das schon mal gespielt hat. Dementsprechend weiß ich, dass man alle Rohstoffe auf kurz oder lang braucht. Ich glaube, das wird sehr herausfordernd. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Weil wir die ganzen Gebiete, also es, ne, da war ja gerade sowas mit Automatisation. Ich fürchte, da wird man ganz viel Sachen wegauto, also bevor ich die Automatisation da drauf bauen kann, werde ich vermutlich erstmal alles kaputt hauen müssen, aber. Kriegt irgend. Also so ein paar Sachen habe ich ja von vornherein schon irgendwie dabei. Mal gucken, ob ich irgendwelche sinnvollen Wege habe hier. Aber ich sammle jetzt erstmal Ressourcen. Also in der Hoffnung, dass ich hier nicht sofort auf Feinde gerate. Okay, jetzt habe ich Steine. Boah, die Wälder sind auch echt dicht, ne? Ja, hier geht's.
Oh, hier kann ich einen kompletten Stein versuchen. Boah, super, habe ich 20 Steine auf einmal bekommen. Okay, hier gibt es noch mehr Steine. Und Kohle. Okay, ich habe hier so ein Ding zum Abbauen. Der braucht aber schon allerdings Kohle, sonst kann der keine abbauen. Und ich sollte eine Kiste bauen, aber ich brauche so ein paar mehr Kisten. So, was muss ich... Und dafür brauche ich Eisenplan. Und Eisenplan kriege ich am Schmelzofen. Ja, das ist ja super. Und Eisenerz habe ich nicht, ne? Nur Steine. Ah, Eisenplatten habe ich. Aber ich brauche Eisenzahnräder. So, dann baue ich erstmal eine Kiste hier vor. So, dann kann der das nämlich abtransportieren. Also ich weiß, man kann verschieben, braucht... Nein, nicht... Also man braucht auf kurz oder lang ganz viele Geschichten und ich habe mir erklären lassen, es ist gar nicht so verkehrt, möglichst viel, also möglichst früh auf Strom umzusteigen. Oh, mein Spitzhacke ist kaputt. Das ist blöd. Und noch eine bauen. Aber vielleicht sollte ich dann erstmal das Eisenerz abbauen. Damit ich da Sachen abführen kann. Das wäre nicht so verkehrt. Ja, das ist jetzt natürlich immer so die Frage, ne? Also für euch gibt es da ganz viel zuzugucken und ja, ist vielleicht auch nicht so super spannend. Okay, wir brauchen nachher einen Plan. Also das ist nachher alles irgendwie so hochautomatisiert, habe ich gesehen. Und man braucht einen logischen Plan, wie man das gut hinkriegt. Das habe ich verstanden. Und also wenn man nachher so 50.000 Geschichten hin und her geschoben hat. So, da wird jetzt, glaube ich, die große Herausforderung bestehen, die Ressourcenfelder sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Also, wenn ich hier nachher so ein Förderband durchbaue, dann könnte ich, also ich könnte die Stromgewinnung hier hinsetzen. So, ne? Also hier ist das Kohlefeld und hier gibt es Wasser, dann kann ich das zusammen machen. Oh, super, hier hat keine Kohle mehr da drin. Nehmen wir die mal alle raus. Holz kann ich da, ach, Holz könnte ich auch noch verfeuern, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. So, und dann habe ich nochmal Holz. Ich könnte, also eigentlich würde es ja Sinn machen, entweder gehen wir hier unten hin und bringen die ganzen Ressourcen hier runter. Oder wir bringen die ganzen, wir bringen einfach nur Strom hier hoch. Wahrscheinlich ist Strom hier hoch sinnvoller, aber wir könnten ja mal hier oben schauen, ob wir Platz haben. Was ist das denn? Was bist du denn? Bist du einfach nur ein Erdhaufen oder so? Du bist gar nichts. Okay. Hier oben habe ich ja Platz. Das heißt, ich könnte ja schlussendlich das von außen hier hochlaufen lassen. Dann machen wir doch hier einfach mal eine Verarbeitungsstraße. So, packen wir hier Kohle rein und Eisenerz rein und... Oh, wir brauchen einen Kran, ne? Den wir nicht kriegen, weil wir keine Eisenplatte haben. So. Wir brauchen... Hallo? Machen wir einen Kran. Einen Kran können wir bauen. Einen kohlebefeuerten Kran. Okay, so. Den Kran, den lassen wir hier vorne. Das mal. Technologie. So. Du baust mal, packst mal deinen Kram da rein.
Kiste weg. So, du hast... Muss ich, aber bevor da nichts passiert, kann ich ja erstmal ein bisschen Holz oder sowas da reinlegen. Ne? Das wäre ja nicht so verkehrt. Könnten wir ja mal machen. So. Okay, das scheint ein Plan zu sein. Ich muss hier noch von... Kann ich hier so ein Greifding bauen? Was fehlt mir denn? Eisenrad. Ich brauche also Eisenplatten. Dann kann ich so ein automatisches Ding bauen. Ja. So. Dann baue ich einen so einen Teil, aber ich muss ja eben sowieso erst die Kohle hier unten. Boah, das war ein weiter Weg. Die Ressourcen sind echt nicht bei dich. Echt nicht. So, okay. Förderbänder werden aus Metall gebaut. Boah, da muss ich aber echt viel Zeug für erzeugen. Okay, bauen wir hier so ein Ding mit Ausrichtung nach oben. Dann kriegst du ein bisschen Kohle da rein. Und du förderst ja automatisch was. Oh, hier ist dunkel, ne? Ich hoffe, nicht mehr ist richtig hier. Okay. Gehst du wieder hier rein. Das kommt von alleine. Dann baue ich mal eben ein bisschen Kupfer ab. Ich weiß nicht, wie dringend und wie wichtig das ist. Wo sind diese Schmelzhütten? Okay, da kann ich ganz viele von bauen. Die brauchen nur Stein. Das ja schon mal gut. Dann fangen wir damit mal an. Und bauen nochmal so 2, 3, 4 Hütten. Vielleicht auch eine fünfte. Dann können wir das ja schon mal vorbereiten und versuchen da möglichst logisch was aufzubauen. So, ich könnte ja hier noch so ein Ding hinsetzen. Oder? Nee, warte. Und hier das für das Kupfer. Oder muss ich dazwischen Platz lassen? Ja, ich glaube, wenn ich später da Dingens mache, warte, dann... Nee, das war blöd. Da ist, glaube ich, auch blöd. So, das mache ich hier mal einen weiter nach unten. Und da mache ich da auf jeden Fall einen zwischen. So. Und du kriegst schon mal ein bisschen Kohle, auch wenn du noch nichts hast. So. Warte, packen wir das da rein. Was hast denn du für mich? Du hast nichts. Ach, du kannst doch nichts schmelzen, weil du kein Erz hast, ne? Dann gebe ich dir mal Erz zum Schmelzen und dann gucken wir mal. Der braucht auch noch bestimmt viel Brennstoff. Der Arm hat nur Holz als Brennstoff. Das ist jetzt nicht so effektiv. Weil dann können wir nämlich nachher hier die Reihe so rumlaufen lassen. Hier so hoch. Und dann können die sich alles immer den Kram runtergreifen. Ui! Lexias Paradelis, vielen lieben Dank für dein Follow. Das freut mich. Cool. Dankeschön. Das ist richtig cool. Danke. Cool. Freut mich, dass das jemand mag, das Spiel. Voll toll. Okay, so. Ich muss diese Greifarme bauen. Also, da muss ich nicht, aber das macht, glaube ich, Sinn. Und ich muss hinten mal gucken, dass der die Kohle da nicht... Jetzt muss ich ja echt strukturiert nachdenken. Siehst du, kommt keine Kohle. Da ist 40 drin. Ich nehme mal die Hälfte, um die da reinzufüllen. Und die anderen gebe ich nach. Du hast noch ein bisschen, hast noch was? Ach, du hast schon, du hast schon das ganze Kupfer rausgearbeitet. Sehr schön. Wie viel hast du denn noch? Und nicht mehr so viel. Aber du hast bestimmt ganz viel Erze für mich. So, kann ich dir die Erze da reingeben?
und ein Greifarm zum automatischen Aussortieren. Kann ich hier hinstellen. Und dann hau ich mal vom Hand, ne? Ich habe ja noch nichts. Hau ich das mal einfach von Hand raus. Okay. Gut, so, dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen Kupfer. Das kann hier dann schon mal vorschmelzen. Zeit, dass wir es gleich mal hier zusammenkommen lassen. Aber eine Waffe haben wir schon und wir haben mal 10 Magazine. Das ist auch schon nicht schlecht, glaube ich. Oder? Also ihr habt wahrscheinlich da, der ein oder andere hat bestimmt mehr Erfahrung als ich in dem Zusammenhang. Sag mal, wir können jetzt noch mal ein paar mehr Greifarme bauen. Oh, wir können sogar eine Offshore-Pumpe. Die bauen wir denn die Schreibkreise? Kupferkabel, wir brauchen also mehr. Oh, du brauchst auf jeden Fall Energie, sonst kannst du nichts machen. Zack. Dann hole ich mir mal hier unten ein bisschen. Ah, ich habe ja schon die Pumpe gebaut. Das ist ja ganz praktisch, dann kann ich ja die Wasserpumpe hier hinbauen. Dann kann die Kohle direkt daran angeliefert werden. Das ist auch nicht schlecht. Warte, brauche ich die Wasserpumpe mal? Dann kann ich ja nichts sehen. Deswegen, lieber Baum, das tut mir leid. Du musst jetzt hier leider weg, weil ich kann sonst nichts sehen, wenn du da bist. Und dann baue ich mal Wasserrohrleitungen. Und den Heizkessel und eine Dampfmaschine. Und ich glaube, wir brauchen noch ein paar Rohre. So, also. Okay, so, dann haben wir die Rohre. Bis hier vorne, das ist ja auch nicht verkehrt. Dann den Heizkessel. Drehen. Ach ne, ich stehe da im Weg, ne? Ah, okay, das geht nach hinten. So, der Heizkessel braucht Brennstoff. Ich mache mal einfach nur testweise. Wow. Oh, ich brauche mehr Rohre, fürchte ich. Okay. Oh, Mist. Das nicht so geschickt, glaube ich. Aber gut, ich sammle hier mal alles Material ein, was wir haben. Weil, wenn ich diese Leitung, dann habe ich hier oben die Rohre und so, da ist, geht Dampf durch. Und ich hau jetzt einfach mal. Wie muss ich denn diese Dampfmaschine? Muss ich die richtig drehen? Geht die jetzt? Produziert die jetzt Strom? Jetzt die Frage, ob die keinen Strom produziert, weil nichts dran ist, was den Strom verbraucht. Okay, ich muss also Eisenplatten produzieren. Oder ob die einfach keinen Strom produziert. Das kann man doch bestimmt angucken, oder? Oh, ne, die hat alles. Okay, gut. Dann kann ich gleich hier direkt schon auf Strom gehen. Das ist ja ganz praktisch. Das ist alles raus. 7-mal, dann haben wir ein bisschen was. Da ist auch ganz viel. Ah, Metallplatten. Super. Kann ich dann einschmelzen? Welchen elektrischen Verbrauch? So einen Sammler baue ich mal. Ich kann noch nicht so viel von den anderen bauen. Das ist leider schade, aber nicht so schlimm. So. Kisten, noch mehr Erze, kann ich direkt reinschmeißen? Oder soll ich das schon mal hier? Ja, ich. Oder warte ich nicht? Ich betreibe erstmal einen Ofen, glaube ich. Das ist sinnvoller am Anfang. Zack.
nicht so viel Ressourcen. Aber ich muss... Da ist nichts mehr drin. Da ist auch kein Kupfer. Guck mal. Aber ich habe jetzt ja so einen elektrischen Erzförderer. Wenn ich den jetzt... Warte, ich pack den mal eben weg. Nein, so, zack. Ich baue den mal ab. Dafür baue ich den dahin, dass der direkt in die Kiste. So, und jetzt baue ich quasi diesen mechanischen hier hin. So, du brauchst noch Brennstoff. Und ich brauche noch eine Kiste, damit du da was reinpacken kannst. Das macht ja auch Sinn. So, zack, da rein. Dann produzierst du nämlich genug produzierst du nämlich für mich schon Kupfer. Den brauche ich nämlich, um den was zu machen. Zack. So. Und ich guck mal. Ach, da du hast da brauchst Strom. Guck mal, wie weit wir kommen, ne? So, ich fürchte, meine Pfosten werden nicht ausreichen, bei weitem nicht. Dann bauen wir nochmal mehr, alles was wir haben an Strommasten. Oh, nicht mehr genug Ressourcen. Ich glaube, gleich. Entschuldigung. Also gleich in der Aufnahmepause schiebe ich mal eben mein Gesicht an eine andere Stelle. Dann ist das irgendwie gefühlt nicht so im Weg. Man kann nur so halb in den See laufen. Okay, aber passt ja. Mist. Wo bauen wir denn nachher weiter? Hier so macht Sinn, glaube ich, oder? Wenn ich das so quer rüber baue. So, okay. Scheint also zu funktionieren. Hier muss ich aber nochmal ein bisschen Kohle einsammeln. Wobei, ich habe ja ganz viel. Das war schon mal nicht schlecht. Tauschen wir hier mal das aus und legen dafür Kohle da rein, damit wir da genug haben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir denn hier hinkommen. So, du kriegst noch mal ein bisschen was. Ah, das sieht doch schon mal besser aus. So, zack. Hier, du hast gar kein Erz mehr. Der ist aber schon deutlich fleißiger von der Erzproduktion. So. Juhu. Na, gucken wir mal, was wir an Ressourcen. Habe ich jetzt schon mehr, dass sich das irgendwie lohnt? Ja, guck mal, hier ist richtig viel. Vielleicht können wir schon mal anfangen. Oh, guck mal, ich kann ein paar mehr greifen. Oh nein, die sind ja voll blöd. Scheiße, die wollte ich gar nicht. Ich brauche die Strom. Dinger. Oh Mann, bin ich doof. Da habe ich die jetzt relativ unnütz gebaut. Es macht ja Sinn, die elektrisch Betriebenen zu nehmen. Sonst... So, fang mal mit 4 Stück an. Dann kann ich den nämlich nachher entsorgen. Aber hier... So, weil, dann kann ich nämlich hier, da die elektrischen, der kann den von da holen und da reinlegen. Nein, warte, der ist falsch rum. Nein, den müssen wir drehen, der muss andersrum. Du musst das Zeug da reinpacken, was du jetzt nicht kannst, weil es keinen Sinn macht. Aber vielleicht, warte mal.
sammle das mal hier ein, alles. Und du drehst schnell. Zack. Okay, sammelst das ein. F. So. Okay. Gut. Dann machen wir hier mal eben eine kurze Unterbrechung. Ne, für diejenigen, die dabei weiterbleiben, einfach im Stream. Ganz normal. Nicht überrascht sein. Ich mache nur eben eine kurze Pause, damit ich nachher die YouTube-Schnitte besser hinkriege. Ne? Für diejenigen, die es bei YouTube gucken. Vielen Dank bisher fürs Zugucken und auf weiter.